Der Film spielt in der fernen Zukunft, in der die Menschheit ihre Ausdehnung ins Weltall vorantreibt. In dieser Ära überwacht die Exo Corporation die Kolonisierungsbemühungen von einem weitläufigen, am Himmel schwebenden Komplex aus, der eine öde Welt beherbergt, auf der sich eine Strafkolonie und Osiris, die Hauptstadt, befinden. Leutnant Kane Somerville, ein dekorierter Kriegsheld, der von vergangenen Fehlern verfolgt wird, leitet die Bemühungen von Exor zur Unterstützung neuer Siedlungen. Nach einem tragischen Missgeschick während einer Mission ist er von seiner Familie entfremdet und kämpft darum, während seiner Pflichten an Bord der Flottille eine Verbindung zu seiner 11-jährigen Tochter Indy herzustellen. Ihre angespannte Beziehung kommt bei einem Wüstenausflug ans Licht, bei dem Indy die Bedenken ihrer Mutter über Kanes vermeintliche Flucht äußert. Entschlossen, eine Bindung zu seiner Tochter aufzubauen, teilt Kane seine Vision von der Zukunft der Menschheit mit und vermittelt Überlebensfähigkeiten, einschließlich des Umgangs mit einer Waffe. Gemeinsam inspizieren sie neue Bunker und überbrücken die Kluft zwischen ihnen, während sie die raue Landschaft ihrer neuen Welt durchqueren. Als ihre gemeinsame Zeit endet, schickt Kane Indy widerwillig nach Osiris City zu einer Kinderfrau, da es Kindern untersagt ist, in der Flottille zu wohnen. Er versichert ihr, dass er innerhalb einer Woche zurückkehren wird und ermutigt sie, sich jederzeit zu melden, wenn sie ihn braucht. Ihr Abschied wird jedoch von der beunruhigenden Präsenz nächtlicher Monster überschattet, die in der Einöde lauern. Kane priorisiert Indys Nachricht inmitten einer Flut unbeantworteter Anrufe, nur um festzustellen, dass sie abrupt abgebrochen wurde. Besorgt bittet er Travis, sie wiederherzustellen, erfährt jedoch, dass die Oberflächenkommunikation aufgrund von Störungen im nahegelegenen Gefängnis unterbrochen wurde. Das Exor-Komplex wird von General Lynex befehligt, deren eigennützige Natur ihre Interessen über die der Bewohner der Kolonie stellt. Inmitten des Chaos nach dem Ausbruch aus dem Gefängnis ringen die Führer der Kolonie, darunter Colonel und Lynex, mit der ernsten Situation. Von Exor konstruierte Kreaturen haben sich eingeschlichen, was zu Verlusten unter Gefangenen und Bürgern führt. Angesichts der drohenden Vernichtung setzt der Colonel auf die Rettung von Leben, aber Lynex Sorgen liegen woanders. Aus Furcht vor Schäden am Ruf des Unternehmens ersinnt Lynex einen betrügerischen Plan, die Wahrheit zu manipulieren, um ihre Agenda zu sie erfindet eine Erzählung von einem von Gefangenen geführten Aufstand und attribuiert ihn fälschlicherweise der Freisetzung eines zuvor von Exor experimentierten tödlichen Virus. In einem angespannten Moment droht Exor damit, in der Hauptstadt einen gefährlichen Krankheitserreger freizusetzen, falls Rettungsversuche unternommen werden. Lynex aktiviert rasch das Protokoll 84, das die Zerstörung der gesamten Kolonie vorsieht, um die Ausbreitung der Bedrohung zu verhindern. Im Bewusstsein der möglichen Folgen setzt Lynex eine knappe Frist von 23 Stunden zur Durchführung des Protokolls, um die Sicherheit aller zu gewährleisten, einschließlich derer in der Hauptstadt und der Familien ihrer Mitarbeiter. Inzwischen sucht Kane, verzweifelt nach Informationen, Antworten von Kollegen, wird jedoch mit Geheimhaltung und als vertraulich eingestuften Berichten konfrontiert. Im Laufe der Ereignisse wird die Wahrheit enthüllt. Es gibt keine Virengefahr, sondern stattdessen hat Exor heimlich jahrelang Experimente mit Kreaturen namens Ragged durchgeführt. Mit einer drohenden Katastrophe flammen die Gemüter auf, als Kane den Colonel konfrontiert, weil er wichtige Informationen zurückhält. Aber die Zeit läuft ab, um die Katastrophe zu verhindern. Mit nur 20 Minuten, bis die Hangarbucht abgeriegelt ist, trifft Kane eine schnelle Entscheidung. Er wird sich auf seine Flugkünste verlassen. Er nimmt sich ohne Erlaubnis ein Schiff und manövriert geschickt, um verfolgende Offiziere zu umgehen. Sein kühner Versuch, den letzten Exor-Wächter auszuschalten, bringt ihn jedoch an den Rand der Bewusstlosigkeit aufgrund extremer G-Kräfte. Gerade rechtzeitig aktiviert das Notfallsystem und wirft ihn aus seinem Sitz. Nachdem er das Bewusstsein wiedererlangt hat, setzt Kane seinen Fallschirm ein und landet sicher im Wasser, nur um von einem mysteriösen Angreifer schnell außer Gefecht gesetzt zu werden. Als er auf dem Boden erwacht, entdeckt er Cy Lombrock, der ihn mit einer Waffe bedroht. Trotz Kanes Versuch, ihn mit einer erfundenen Geschichte zu täuschen, durchschaut Cy die Lüge, da er früher Krankenpfleger im Gefängnis war. In einem verzweifelten Versuch, S.Y.'s Hilfe zu gewinnen, spinnt Kane eine Geschichte von drohendem Unheil, behauptet, dass der Planet kurz vor der Zerstörung steht. Er spielt seine Trumpfkarte aus, erwähnt seinen Wunsch, seine Tochter aus der Hauptstadt zu retten und bietet Cy Zugang zu einem Sicherheitsbunker im Austausch für Unterstützung an.
Sai, beeinflusst von der Aussicht auf Sicherheit für seine Lieben, stimmt zu, Kane B.A. seiner Mission zu helfen. Gefangener auf dem Planeten zurück, wo er mit Mitinsassen Wim und Kreat zu Abend isst. Inmitten ihrer Unterhaltung erfahren wir von S.Y.'s Fluchtplänen, angetrieben von Informationen, die ihm ein Mitgefangener namens Carmel geliefert hat. Während die Spannungen in der Gruppe steigen, äußert Kreat Zweifel an der riskanten Mission, da er befürchtet, es sei ein Selbstmordkommando. Sue jedoch, getrieben von einem Gefühl der Dringlichkeit, überzeugt Kreat und Wim, dass die Zeit für Aktion jetzt oder nie ist. Mit der Bestätigung, dass Bostock und seine Gruppe ebenfalls an Bord sind, gewinnt der Plan an Fahrt. Die nächste Phase erfordert, dass alle von ihnen in Einzelhaft genommen werden, um den richtigen Ausgang zu identifizieren. Carmels Versuch, Einzelhaft zu sichern, geht jedoch schief und führt zu einer brutalen Konfrontation mit Warden Mordane. Inzwischen entfacht Sai eine kalkulierte Schlägerei im Speisesaal, um die Aufmerksamkeit von Mordane und den Wachen auf sich zu ziehen. Überraschenderweise lassen sie den Kampf eskalieren, was zu Chaos führt und die Gefangenen schließlich in Einzelhaft bringt. Gefangen in rotierenden Zellen mit desorientierenden Lichtern werden Sue und Wim schließlich von Mordane für einen mysteriösen Zweck aufgerufen. In der Gegenwart erkennt Sue düster an, dass es unwahrscheinlich ist, die Hauptstadt rechtzeitig zu erreichen. Kane schlägt jedoch einen alternativen Weg durch einen Schmuggelaußenposten jenseits der Berge vor. Ihre Unterhaltung wird durch den Klang vorbeifahrender Schiffe unterbrochen, was auf die Verfolgung durch Exor hinweist. Auf der Suche nach Zuflucht machen sie sich auf den Weg zu einer nahegelegenen Bar, wo sie auf Jip und Bill stoßen, die ein gefährliches Messerwurfspiel spielen. In der Bar eskalieren die Spannungen, als Kane auf ein Paar zugeht, dem der draußen geparkte Bus gehört. Ihr Spiel wird unterbrochen und sie reagieren wütend, wobei Jip ein Messer zieht und Bill Kane konfrontiert. Sai tritt ein und bürgt für Kane als Exor-Überläufer, der verzweifelt versucht, sich mit seiner Familie zu vereinen. Kane überredet sie mit einer stattlichen Summe von 20.000, der Reise zuzustimmen, wenn auch unter einer Bedingung, GYPs Test, sich zu berauschen und ein Ziel mit einem Messer zu treffen. Kanes Erfolg sichert ihre Zustimmung und sie machen sich auf den Weg, um einen Umweg für Waffen zu machen. In einem Rückblick wacht Wim auf und findet sich in einem Käfig gefangen, konfrontiert mit einem monströsen Wesen, das ihn mit einer gefährlichen Substanz injiziert. Inzwischen erfährt Sue, ebenfalls gefangen, von Mordane über Exors furchterregendes Terraforming-Projekt, das darin besteht, Gefangene in anpassungsfähige Kreaturen zu verwandeln, die in jeder Umgebung überleben können. Als Sue unerwartet in einen anderen Raum transportiert wird, trifft er wieder auf Bostock, der ihre Flucht inszeniert hat. Anrichten, einschließlich Wim, der zum Monster wird und Mordane tötet. Die Gefangenen fliehen um ihr Leben, erkennend, welche schrecklichen Experimente Exor auf sie losgelassen hat. Bostock und Kreat äußern den Wunsch, zur Hauptstadt zu gehen. Aber Sai, angetrieben von einem anderen Motiv, entscheidet sich, getrennte Wege zu gehen und nennt seine Absicht, die Oper zu besuchen. In einem Rückblick auf die Erde vor 2 Jahren steht Sai der düsteren Realität einer langen Gefängnisstrafe gegenüber, gebrandmarkt als gesellschaftlicher Außenseiter für seinen angeblichen Verrat. Zurück in der Gegenwart warten Kane und Sai auf die Lieferung ihrer bestellten Waffen. Mandel und Joe kommen an und verlangen 30.000 für ihre Dienstleistungen. Kane kommt ihrer Forderung nach und die Gruppe verlässt den Ort, wobei die beiden Männer über ihren neu gewonnenen Reichtum jubeln. Ihre Freude ist jedoch nur von kurzer Dauer, als sie einen beunruhigenden Anblick am Horizont bemerken. Die herannahenden Monster sind bereit, ihren Angriff zu starten. Als die Monster näher kommen, versuchen Joe und Mandel, sich zu verteidigen, indem sie durch die Fenster schießen. Obwohl es ihnen gelingt, einige zu eliminieren, zwingt sie die gnadenlose Angriffswelle, sich der düsteren Realität zu stellen. Ohne andere Möglichkeit zündet Joe eine Granate und opfert sich, um die herannahende Horde abzuwehren. Später am Abend erzählt Kane den anderen im Bus von der schrecklichen Begegnung und spricht von der bevorstehenden Bombenbedrohung, die in 4 Stunden detonieren soll. Inmitten des Chaos führen sie eine philosophische Diskussion, in der sie über die Wendungen des Schicksals und die ethischen Implikationen der Nutzung von Gefangenen für Arbeit nachdenken. Bei ihrer Ankunft in Osiris ein paar Stunden später erwartet sie eine Stadt im Chaos. Die Monster laufen wild umher, verbreiten Chaos und Infektion und stürzen die einst belebten Straßen in ein Bild völliger Verwüstung.
Bewaffnet und entschlossen entwirft die Gruppe einen Plan. Kane und Sai werden sich aufmachen, um Kanes Tochter zu finden, während Jip und Bill zurückbleiben, um Deckung zu geben und den Bus zu schützen. In der Zwischenzeit machen sich Kane und Sai auf den Weg in das Gebäude, in dem Indy wohnt. Ein hilfsbereiter Nachbar gewährt ihnen Zugang zu den oberen Etagen, wo sie feststellen, dass Indy sicher ist, aber ihre Kinderfrau tragischerweise gestorben ist. Nachdem sie Indy mit einer sanften Lüge über den Weggang ihrer Kinderfrau getröstet haben, versuchen sie die Treppe hinunterzugehen, nur um auf ein formidables Hindernis in Form eines monströsen Wesens zu stoßen. Während das Chaos im Bus herrscht, kämpft Jip darum, Bill zu retten, der schwer verletzt ist. Trotz ihrer Bemühungen, einen Verbandskasten zu finden, erliegt Bill seinen Verletzungen und Jip trauert um seinen Tod in ihren Armen. Inzwischen erreichen Kane, Sui und Indy das Dach des Gebäudes und verschließen die Tür hinter sich. Ohne andere Fluchtmöglichkeit macht Sai einen gewagten Sprung mit Indy und landet sicher auf dem Bus. Kane folgt ihnen knapp, entgeht einem gefährlichen Sturz nur dank der rechtzeitigen Hilfe von Sai. In der verzweifelten Hoffnung, sich ihren Begleitern wieder anzuschließen, hämmern Kane und Sai auf die Luke und drängen Jip, sie zu öffnen. Zerrissen von Trauer über Bills Tod zögert Jip, gibt aber schließlich nach und lässt sie eintreten. Während Sai Jip sanft mit einer Decke bedeckt, startet sie den Bus und entführt sie in Sicherheit vor dem Hintergrund von Tragödie und Opfer. In einem ergreifenden Moment öffnet sich Kane seiner Tochter, erklärt die bedrohliche Situation und drückt seine Reue für seine Abwesenheit in ihrem Leben aus. Kane stellt auch sicher, dass die Gruppe vorbereitet ist, gibt Jip Anweisungen zum Bunker und stellt sicher, dass jeder den Zugangscode kennt. Inzwischen initiiert Lynex innerhalb des Exor-Komplexes Protokoll 84, als sie vom nahenden Bus erfährt. Indy entdeckt ein herannahendes Schiff, was Kane dazu veranlasst, Jip anzuweisen, den Kurs zu ändern, um nicht entdeckt zu werden. Nach einer nervenaufreibenden Verfolgung zieht sich das Schiff schließlich zurück und die Gruppe lenkt um in Richtung des Bunkers. Ihre Reise zur Sicherheit wird abrupt unterbrochen, als das Schiff zurückkehrt, das Feuer eröffnet und die Leben von Jip und Kane fordert. Auf dem Weg begegnen sie einem unerbittlichen Monster, das sie zwingt, durch gefährliche Höhlen zu fliehen. Am Eingang des Bunkers angekommen, gibt Indy erfolgreich den Code ein und sichert ihre Einreise Momente bevor der Planet bombardiert wird. Von Trauer und Wut verzehrt, greift Sai den für das Unglück verantwortlichen Mann an, bevor er von Sicherheitskräften zurückgehalten wird. Ihre Entdeckung löst eine gewalttätige Begegnung aus, als Sai, nun in eine monströse Gestalt verwandelt, sie angreift. Nachdem er einen Entdecker beseitigt hat, nutzen Sy und Indy die Gelegenheit, den anderen zu verhören, in der verzweifelten Hoffnung auf Informationen über die Welt jenseits ihres Schutzbunkers. Während der angespannten Unterhaltung offenbart der Entdecker eine schockierende Wahrheit. Die Flottille, die Raumstation, kehrt nach der Katastrophe zur Erde zurück. Die offizielle Erzählung schiebt die Katastrophe einer Gefangenenrevolte zu und verschleiert das wahre Ausmaß der Tragödie. Indy ergreift die Gelegenheit, ihre Flucht zu sichern, bietet dem Entdecker eine Überlebenschance, wenn sie ihnen hilft, unentdeckt zur Flottille zu gelangen. Im Raumschiff des Entdeckers beobachtet sie, wie Indy und Sy durch Gebärdensprache kommunizieren und erlebt einen zärtlichen Moment zwischen ihnen. Mit einer Mischung aus Entschlossenheit und Trauer streckt Indy die Hand aus, um Sy zu trösten, versichert ihm, dass sie auf dem Weg nach Hause sind und nimmt herzlich Abschied von ihrem Vater. Inmitten der Unsicherheit ihrer Zukunft taucht ein Hoffnungsschimmer auf, als sie sich auf den Weg zur Erlösung und einem Neuanfang machen –